Hallo liebe Freunde, heute habe ich erhalten ein Galaxy Book. Das ist ein Notebook von Samsung, pures Alustück und sieht schick aus. Und außerdem habe ich beim Black Friday dann für 555 Euro gekauft und wirklich spitzen Gerät, aber bisschen wenig Arbeitsspeicher und natürlich die Festplatte SSD ist auch für mich ist das für meine Aufgaben dann zu klein. Ansonsten Top-Gerät mit i7, 11. Generation Prozessor. Okay, schauen wir zusammen nach. Ich habe das versprochen, dass diese Notebook zeige ich, wenn ich fertig mit meinem anderen Notebook hier von MSI. Habe ich geschafft. Von MSI ist es schon übrig geblieben 16 GB Arbeitsspeicher, welche ich möchte dann in den sozusagen installieren, und natürlich möchte ich installieren 512 GB NVMe Modul statt 256. So, jetzt beginnen wir zum Unboxing unserer Samsung. Ich habe nur dann diese Teil geschnitten erstmal. Ja, wir sehen schon gut alles. USB-Kabel. Aha, Netzteil. Netzteil, wenn wir sehen, dann mit dieser USB-C-Anschluss. Nicht wie normale USB, sondern USB-C. Dann machen wir weiter. Aha, noch zugepackt. Okay, dann nehmen wir Karton weg erstmal. Ja, okay. Gut, wir haben Unboxing im Prinzip gemacht. Er hat sofort Start klar geworden. Müssen wir noch anmelden. Wir sehen hier keine Schrauben, aber jetzt kommen wir dann zum nächsten Teil. Wir machen ihn auseinander. Wir bauen Arbeitsspeicher und wir bauen dann auch eine SSD. Okay, jetzt beginnen wir zum Auseinandersetzen den Laptop. Im Prinzip die Schrauben befinden sich unter diese Füße. Füße hoffe ich nicht ganz hart geklebt. Dann nehmen wir die Füße ab. Aha, aha, sind eingesteckt. Gut. Gut. Füße haben wir ab. Jetzt brauchen wir entsprechende Werkzeug. Dann sehen wir hier Kreuzschlitz, alle Kreuzschlitz genau. Dann beginnen wir mit Ausschrauben dann. So, die erste. Genau. Die zweite. Na, nicht magnetik. Ja, genau, zweite. Die dritte. Und dann die vierte Schraube. Mehr Schrauben, es gibt keine. Deswegen zum nächsten Schritt. Wir müssen dann diese Klappe ausklappen. Ja, gut gesagt. Wir haben dann diese Mediatoren, ne? Kleinere Stücke, chinesische, made in China. Und dann wir beginnen, ja, den Notebook, ja, ausklappen dann. Okay. So, dann machen wir alles hier. Hier.
So, noch diese Seite. Genau. Aha, noch ein bisschen. Okay, jetzt ist ab. Endlich! Genau. Nun dann schauen wir, was wir haben. Ja. Arbeitsspeicher. Arbeitsspeicher wahrscheinlich ist hier und keine Möglichkeiten zu erweitern. Das im Prinzip hier ist USB-Modul, dann Ventilator. Hier ist Chip für WLAN Bluetooth. So, jetzt nehmen wir diese Akku raus. Ups, ja, genau. Und schauen wir jetzt ohne Problem dann die ganze Laptop, was wir ändern müssen dann oder sollen. Wahrscheinlich die NVMe-Modul befindet sich hier. Okay, dann jetzt habe ich ausgeschraubt dann die vier Schrauben und dann wir sehen, ja tatsächlich, wir haben hier dann die Möglichkeit zwei NVMe-Modulen. Ich habe schon ein Modul mit Windows 11 ja, geschrieben oder sozusagen ich habe Spiegelung gemacht von der Festplatte, deswegen ich einfach austausche dieses Modul auf ein anderes Modul. Genau. Das war's. Sieht schön gut. Okay, und dann wir haben hier dann die Speichermodul vom Kingston. 512 GB. Genau, welche wir bauen. Genau. So. Gut. Angebracht. Und müssen wir jetzt wieder alles zurück machen dann. So. Ja, wie ich habe gesagt, eins, zwei Modulen kann man dann einstecken hier. Genau. So. Muss mal einen Schraubenzieher. Hier. Genau. Na, will nicht. Ja, erstmal machen wir hier, genau. Eins. Zwei. Ja, das ist gut, dass die Möglichkeit zwei NVMe-Modulen dann einbauen man kann. Aber für mich ehrlich gesagt reicht 512 GB. Ja, schade, dass ich konnte nicht dann die Arbeitsspeicher erweitern. Aber am Ende, man kann nicht alles haben. Genau, jetzt stecken wir dann Batterie, machen wir dann zusammen und ja, das war's. Haben wir nichts kaputt gemacht, sozusagen. Okay, und dann jetzt bleibt unsere Abdeckung. So, umgekehrt. Ja, habe ich alles. Genau. Und müssen wir jetzt zuklappen.
Okay, fertig. Jetzt ist dann die Füßchen müssen wir dann auch zuschrauben. So. Vier Schrauben nur. Eins. Zwei. Eigentlich ganz leicht auseinandernehmen und ganz leicht zusammenbauen. Nur vier Schrauben. Nur bei der Nutzung dann wirklich nur dann diese Plastikteile verwenden. Sonst kann man dann diese Alu kaputt machen. Genau. Genau. So, nochmal fest. 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 Und fest. Und jetzt Füße einbringen. Ich habe gedacht, die sind zugeklebt, aber es ist einfach anzustecken. Noch einmal Klickler. Genau. Oh, noch ein Klick. Und noch ein Klick. Okay, Füße sind da. Nun, dann schauen wir. So, wir versuchen dann ins BIOS reinzukommen. Nee. Oh. Gut. Dann schauen wir, was... Ja, es ist schneller Stück. Eigenschaften. Ja, 460 GB. Ja, das ist, war die drei Partitionen wahrscheinlich für Sicherung und so weiter. Ne? Die zusätzliche, weil Festplatte 512. Ja, das funktioniert. Dann, ich habe jetzt 460 GB freie Arbeitsspeicher und dann kann ich nutzen. Okay, dann im Prinzip meine Aufrüstung teilweise gelöhnt. Arbeitsspeicher konnte ich nicht upgraden, dann bleibe ich beim 8 GB. Aber die Festplatte habe ich verdoppelt, weil ich habe eine Festplatte einfach bei mir liegend. Es ist einfach ein geiles Notebook, ganz schnelles mit i7 Prozessor. Genau, und ja, ich wünsche euch dann viel Spaß und Vergnügen mit dieser geilen Samsung-Stück von Samsung Galaxy. Ja, und dann bis nächsten Mal dann.